Geschäftsführer Daniel Mutschlechner, die Frühjahrsmesse ist AD, nun kommt die Frühjahrsschau. Was ist da neu, was ist anders? Es ist doch einiges anders. Also es ist nicht nur so, dass wir den Namen geändert hätten oder das Plakat. Es ist tatsächlich so, dass diese Schau sich deutlich von der früheren Frühjahrsmesse und damit auch von der Herbstmesse unterscheidet. Wir setzen voll und ganz auf die Frühjahrsthemen, wie jetzt beispielsweise Garten, Wohnen, Genuss, Freizeit und Mobilität. Widmen uns zu 100% diesen Themen und es ist künftig nicht mehr dasselbe wie im Herbst oder dasselbe, früher hat man gesagt, im Frühjahr und im Herbst mehr oder weniger dasselbe, das ist künftig nicht mehr der Fall. Voll auf die Frühjahrsthemen mit einem bunten Unterhaltungsprogramm, so soll das der neue Frühjahrstreffpunkt werden, diese Schau. Was sich auch stark ändern wird, zumindest für die Frühjahrsmesse, ist der Gastronomiebereich. Was wird sich hier tun? Was ist neu an der Wirtschaftshalle? Also die Schau ist sehr gesellig, es gibt mehrere Gastronomiepunkte am ganzen Gelände. Es gibt neu die Hypo Schauhalle 1, wo es tagsüber Musik gibt mit den Soulcheckers, mit den Fashbänklern und auch mit neuen Fashion-Trendshows, also eine neue Modeschau, auch mit voll.at zusammengecasteten Models. Aber es gibt kein Wirtschaftszelt mehr und das wird es künftig nur noch im Herbst geben, dann dafür richtig, wie man sich's vorstellt, wie man sich's wünscht. Aber es gibt eben diese Veränderung im Frühjahr bei der großen Publikumsmesse, wird es deutlich andere Programmpunkte geben wie im Herbst. Und das Wirtschaftszelt ist Geschichte auf der Frühjahrsmesse. Die neue Schau hat in der Halle 13 das Thema Garten, aber es wird, wie schon gesagt, über das ganze Gelände verteilt wunderbare Gastronomie geben, vom Barbecue-Restaurant bis zum Asia-Restaurant, aber das wird eben eine Spur jünger, frischer, urbaner, als die Frühjahrsmesse früher das war und im Herbst dann wieder ein richtiges Wirtschaftszelt.